In Stuttgart begrüßen wir jetzt den EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Schönen guten Morgen, Herr Oettinger. Guten Morgen, Herr Serin. Herr Oettinger, Sie haben gesagt, dass Sie der gefundene Kompromiss der Union nicht vollends überzeugt. Warum nicht? Erfreulich ist, dass die beiden Parteien CDU und CSU wieder an einem Tisch sitzen, gemeinsame Lösungen versuchen und auch verbal abrüsten. Aber klar ist, wir müssen jetzt alles tun, um deutsche Überlegungen mit Europa abzustimmen. Nationale Alleingänge helfen nicht. Und deswegen ist der Besuch von Horst Seehofer in Wien sehr wichtig. Morgen, da wünsche ich ihm viel Glück dabei. Und es geht um Abkommen mit Italien und Griechenland. Denn wenn wir alle unsere Grenzen kontrollieren, haben wir zwei Nachteile. Die Dummen sind die Mittelmeeranrainer. Und das Mittelmeer ist ein europäisches Meer mit gemeinsamer Verantwortung. Und die Dummen sind die Wirtschaft und die Menschen. Wenn man Grenzkontrollen durchführt und damit den Export und Import innerhalb Europas am Brenner nach Slowenien zwischen Salzburg und Bayern erschwert. Und deswegen ist es dringend, nachdem eine mühsame Einigung in Berlin gefunden wurde, jetzt der Dialog mit Wien, mit Rom und in Brüssel notwendig. Also da hat man sich jetzt also geeinigt in der Union. Zur SPD-Rolle kommen wir gleich. Aber was passiert eigentlich, wenn die besagten Länder, die Sie gerade erwähnt haben, sich auf keinen Deal einlassen, also Italien und Österreich? Dann hätten wir zum einen einen Vertrag zulasten Dritter geschlossen und zum zweiten hätten wir in Europa die Freizügigkeit gefährdet. Und deswegen sollten wir, sobald Horst Seehofer von Wien zurückkommt und sobald wir Kontakte mit Rom hatten, die Vorgehensweise in Deutschland nochmals ergebnisoffen überprüfen. Aha, wir haben das gerade im Film gesehen, Herr Oettinger, vieles hängt jetzt an der SPD. Dort heißt es ja auf gar keinen Fall geschlossene Lager, aber Flüchtlinge sollen ja an der Einreise gehindert werden. Alles andere wäre ja in der Verfahrenslogik dann nicht realistisch. Also geschlossene Lager, ja oder nein, Herr Oettinger? Ich halte von flächendeckenden Grenzkontrollen wenig. Die bringen nichts. Die Unterbringung der Menschen, die muss menschenwürdig sein, da gibt es klare Konventionen. Und dass man das Verfahren beschleunigen will, dass man also in Deutschland endlich innerhalb von wenigen Tagen Klarheit schaffen will, ob jemand verfolgt ist, ob er wegen Asyl oder Bürgerkrieg zu uns kommt oder nur zu uns einwandern will. Diese Beschleunigung kann man rechtsstaatlich durchaus unterstützen. Die Union streitet sich bis aufs Messer. Die Regierung steht vor dem Aus. Dann kommt die Einigung und jetzt soll die SPD auf einmal sagen, wo es lang geht. Die Genossen sind stinksauer, haben am Ende Angst, vielleicht, dass sie da als Buhmann wieder dastehen oder als angebliche Querulanten. Gleich um 7.30 Uhr kommt die SPD-Fraktion zusammen zu einer Sondersitzung. Was erwarten Sie von der Partei? Ich erwarte mir von der Koalition eine rasche Einigung. Nachdem CDU und CSU tagelang nicht gesprochen haben, jetzt sich wieder bemühen, sollte zwischen CDU, SPD und CSU rasch eine, allerdings europaverträgliche Linie gefunden werden. Sie haben gerade zu den geschlossenen Lagern gesagt, dass Sie keine flächendeckenden Grenzkontrollen befürworten. Aber heißt das jetzt, dass Sie für oder gegen geschlossene Lager sind eigentlich? Weil damit muss sich auch die SPD auseinandersetzen. Ich halte Lager, übrigens auch Ankerzentren, für durchaus wünschenswert, dass man diesen Menschen für einige Tage oder Wochen ein Obdach bietet, in dem sie bleiben müssen und von dem aus ihre rechtsstaatliche Prüfung durchgeführt werden kann. Der Begriff Lager oder Zentrum, das ist alles sekundär, das sind Begriffsstreitigkeiten. Es geht darum, dass Deutschland in Wahrung des Asylrechts die Verfahren beschleunigt. Eine Frage noch zu unserem Politbarometer. Wir haben die Bürger gefragt, Herr Oettinger, wie Sie denn die Vereinbarung der Union über die Transitzentren finden. Wir schauen uns mal kurz das Ergebnis an. 59% sagen gut, 35% sagen schlecht. Also offenbar haben diese 3 Wochen Streit und das Ergebnis immerhin viele Bürger überzeugt. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, die Bürger wollen, dass der Streit beigelegt wird. Und eine Einigung ist immer gut. Ob die Inhalte alle greifen werden, wird man sehen müssen, aber dass man an einem Tisch sitzt und sich als Union, CDU, CSU zu einigen versucht und verbal abrüstet und dann die SPD hinzukommt, dies ist endlich mal ein Fortschritt in der deutschen Politik. Die SPD muss sich dann nur noch klar werden, was sie denn möchte. Danke, das war der EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Vorübergehend kann man sich also geschlossene Einrichtungen, Transitzentren vorstellen. Dankeschön, Herr Oettinger. Einen guten Tag.